Neues Video heute, seid gespannt! Hallihallo, grüße euch alle, willkommen, willkommen an Bord, willkommen beim Bianchi Dog. Ja, heute wieder ein Video über die Ölpumpe. Na, okay, ich hatte schon mal ein Video gemacht, wie man die Pumpe entlüftet, wie man die Schläuche entlüftet. Das habe ich auf meine Art und Weise gemacht, habe ich so gezeigt. Ich weiß, dass da auch eine Lüftungsschraube drinnen ist. Das weiß ich, Leute. Auch für die Nörgler, wo immer meinen, ihren Senf dazu abzugeben. Aber egal. Scheiß drauf auf diese Nörgler. Ich weiß, dass da eine extra Schraube gibt zum Entlüften. Ich habe es im ersten Video anders gezeigt. Funktioniert genauso gut. Dem, was nicht gefällt. Und der, wo meint, der muss immer nörgeln und der muss immer bescheuerte Kommentare von sich geben, ist mir relativ, ups, scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Ja, wie gesagt, wenn man die Ölpumpe neu kauft, kann man die auch über diese Schraube, wo hier drinnen ist, auch entlüften. Ne? Da gibt es diese kleine Schraube, die macht man auf, aber im Grunde genommen muss man die Pumpe trotzdem entlüften. Ob man jetzt die Pumpe jetzt hier über die Schläuche, die Pumpe muss ja Öl kriegen. Also wie er das im Endeffekt macht oder derjenige, der das machen will, möchte, das ist im Endeffekt demjenigen selber überlassen, muss ich sagen. Auf diese Geschichte nochmal zurückzukommen. Im ersten Video habe ich das anders erklärt, ne? Aber es funktioniert genauso. Für denjenigen, der meint, ja, das kann man anders machen, bitte, macht anders, okay? Macht anders. Aber geh nicht auf die Nerven für die Zukunft. Ich habe das so gezeigt und es funktioniert genauso gut im ersten Video. So, hier haben wir das ganze Sammelsurium, die Antriebsräder hier, so den Zahnriemen und die Ölpumpen hier, ne? Also im ersten Video habe ich das anders gezeigt, funktioniert aber genauso gut. Jeder soll es machen, wie er möchte. Wenn ihr das anders wisst, dass es anders funktioniert, über die Schraube, die Entlüftungsschraube, dann macht es doch bitte so. Und geht mir nicht auf die Nerven, okay? Also, veröffentlicht euch das ganze Zeug auf euren Kanal und dann ist gut. Also, ich weiß, dass es im ersten Video funktioniert. Es funktioniert genauso. Ich wollte das auch so zeigen im ersten Video, wegen der Füllung von den Schläuchen. Ne? Also, bin nicht auf diese Entlüftungsschraube hier nicht eingegangen im ersten Video. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Finde ich. Ne? Also es funktioniert genauso. Ob ich jetzt hier diese Schraube hier, das ist die Entlüftungsschraube, an diese Schraube hier entlüfte, ne? Oder diese Schraube zulasse, lass Öl zukommen von dem Ölbehälter, ne? Und das ist jetzt praktisch am Vergaser hier, den Nippel hier, geht am Vergaser, ne? Aber wenn man die Pumpe jetzt wechselt und man zieht die Schläuche hier ab, ja, meistens werden die Schläuche hier, beide Schläuche, unweigerlich leer, laufen einfach leer und sammelt sich Luft ein. Also, deshalb habe ich das im ersten Video so gezeigt, nicht über diese Schraube hier zu entlüften, sondern bin einen anderen Weg gegangen. Aber viele Wege führen nach Rom, hat genauso funktioniert, funktioniert genauso anders. Also, was soll dieser ganze Hype, wo ihr immer habt, ne? Also, sucht die Weide. Ich versuche es euch hier zum zeigen. Ne? Also, das ist jetzt die Ölpumpe hier. Das ist jetzt die Schraube, wo man entlüften. Die Entlüftungsschraube. Ne? Wenn man die Pumpe jetzt neu kauft, ne? Das sind ja keine Schläuche hier dran. Und das ist die Schraube hier, wo man praktisch öffnet. Ne? Aber trotzdem muss man Öl zuführen von dem Schlauch hier, vom Ölbehälterschlauch. Ja, und dann füllt sich die ganze Pumpe. Aber im Grunde genommen muss die Pumpe dann angeschlossen werden, ne? Und muss dann über den Motor laufen, die muss laufen, ne? Dass man sie entlüften kann. Also ich finde es sehr gut, wie ich das im ersten Video gezeigt habe, weil ich nehme mir diese Ölpumpe hier, die nehme ich mir, ich brauche sie nicht einbauen, baue die Schläuche an, hier zum Beispiel der erste Schlauch hier, also vom Ölbehälter. Der zweite hier, der geht dann am Vergaser hier, der kleine hier, ne? Okay? Und die habe ich praktisch gar nicht geöffnet, habe ich zugelassen. Den Schlauch hier, den großen, habe ich hier schon mal komplett gefüllt mit Öl.
Den habe ich auch gefüllt, den kleinen. Ja, und dann bin ich hergegangen mit der Bohrmaschine. Ne? Von hier aus habe den Antriebsritzel reingemacht. Ja, und habe hier so weit gedreht mit der Bohrmaschine, bis sich das ganze System hier entlüftet hat. Ne? Ja, und blasenfrei war. Ne? Für die Könige, mächtigeren Könige, ne? Diese Schraube hier, ne? Also, das ist die Entlüftungsschraube. Ne? Also, ihr Könige, wenn ihr das besser wisst in Zukunft, ja, dann geht es da einfach nicht auf die Nerven, Leute. Nervt es einfach nicht. Das ist langweilig mittlerweile. Ne? Wenn ihr das besser wisst, dann schenkt euch eure bescheuerte Kommentare. Ne? Geht auf euren Kanal, ne? Und zeigt das, wie man das richtig macht. Ne? Das wäre die bessere Möglichkeit und das wäre auch die andere YouTuber und die andere Hilfesuchende vielleicht mal mehr geholfen, als ein bescheuerter Kommentar abzugeben, wo keinen hilft. Diese Schraube hier öffnen, aber mal ganz ehrlich, Leute, wenn man die Schraube hier öffnet, ihr müsst trotzdem die Pumpe einbauen, ne? Ihr müsst den Motor trotzdem laufen lassen. Ja, kann man machen, ne? Man baut die Pumpe an, man baut die Schläuche an, ja, und dann lasst man den Motor laufen. Da muss man 50 Milliliter Öl dazugeben, ne? Im Tank, dass man praktisch nicht Gefahr läuft, da, bis sich die ganze Pumpe hier und die ganze Schläuche hier gefüllt haben. Luftfrei, blasenfrei, ne? Ist wichtig, ne? Ja, und was ist am Ende gewonnen? Ich habe praktisch, wenn man das so macht, dass man das am Roller laufen lässt, kann gefährlich werden für einen Laien, muss man nicht machen, kann man machen, verbratet mehr Benzin in dem Fall, man muss auch mehr Öl im Tank dazugeben, ne, für die Zeit, wo praktisch die Pumpe hier eingebaut ist und die praktisch an der Schraube sich entlüftet, selbst wenn die Pumpe hier entlüftet wird, ne? Okay? Aber der Schlauch hier, der kleine Schlauch hier, ne, muss sich füllen bis oben am Vergaser. Und angenommen, der Schlauch, dieser kleine Schlauch ist leer hier, ne, wenn der leer ist. Ne? Ja, dann muss man halt warten, bis der oben voll ist. Und so wie ich das im ersten Video gezeigt habe, ist doch an und für sich optimal, ne? Würde ich sagen. Ne? Ich brauche den Motor nicht laufen lassen, ich mache das einfach hier an der Pumpe, an der neuen Pumpe. Man kann sie die Pumpe hier zum Beispiel hier entlüften, ist kein Problem, dann machen wir die Schläuche dran. Ja, und dann nimm mal halt eine Akkuschrauber, so wie ich das gemacht habe, und drehe hier so weit, bis sich der ganze System hier, ja, von hier gefüllt ist und hier gefüllt ist und keine Luftblasen mehr rauskommen. Das ist wichtig. Hab Benzin gespart, außer dass ich mit der Bohrmaschine oder den Akkuschrauber hier die Pumpe zum Drehen bringe. Also, und ich meine, ja, das ist doch auch in Ordnung. Und ja. Wo ist das Problem, finde ich, ne? Also, Leute, ja, Spezialschrauber und Spezialkönige, naja, was soll's, ich weiß, dass es die Entlüftungsschraube ist, ich weiß es, aber ich habe es damals bewusst so gemacht, das Video, um zu zeigen, dass man es auch anders machen kann und der Weg ist sogar noch besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel die Pumpe einbaue, den Lüftungsschraube hier praktisch löse hier und ich muss den Motor trotzdem laufen lassen. In meinem Fall habe ich jetzt Benzin gespart, muss den Motor nicht laufen lassen, wie ich das im ersten Video gezeigt habe. Finde es einfach besser. So, und wie gesagt, also ich sage jetzt hier, ich wiederhole mich nochmal hier. Also für alle, die meinen, ne, im ersten Video, ja, Man kann es durch die Schraube hier entlüften. Macht es einfach so, okay? Aber geht bitte nicht mehr auf die Nerven. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, okay? Das ist doch scheißegal jetzt, wie man die scheiße Ölpumpe entlüftet, oder? Also, ob ich die Ölpumpe hier entlüfte, muss ich die auch nachher füllen, die ganze Rotz hier, oder? Die muss ich am Motor mitlaufen lassen, dass das ganze System hier entlüftet. Wo ist das Problem dann, ne? Also, wenn man die Pumpe hier mit der Bohrmaschine entlüften kann, das ist doch scheißegal, oder, Leute? Also, bitte nervt in Zukunft nicht mehr über diese ganze Rotz hier. Ich kann es bald nicht mehr hören, das ganze Scheiße, okay? Also, wollte ich noch gesagt haben hier, und eine kleine Klarstellung wollt ihr gemacht haben, ne? Okay? Ja, wie gesagt, also,
Leute, ich weiß, was ich tue. Und manche Videos sind halt so gemacht, wie sie gemacht sind. Ne? Und wenn du das als Zuschauer besser kannst, dann geh doch einfach her und mach halt ein Video daraus und zeige das, wie man das richtig macht. Kannst nicht mehr hören, euren Scheißgejammer andauern. Das machen wir nicht so, das machen wir so. Hier sind die ganze Scheiße, hier, da, okay? Viele Wege führen nach Rom. Wenn du das besser kannst, mach es besser. Geht mir in Zukunft nicht auf die Nerven, Leute. Viele Wege führen nach Rom. Ich habe es im ersten Video anders gezeigt, ne? Ein bisschen anders. Man kann es auch im eingebauten Zustand machen im Roller. Man muss halt einen anderen Weg gehen. Man muss den Roller laufen lassen. Man muss dann Öl dazugeben im Tank, dass man nicht Gefahr läuft, dass bis der kleine Schlauch hier gefüllt ist, Luft- und blasenfrei. Also, es ist quasi im ersten Video besser gezeigt, ne, als wenn man das dann im eingebauten Zustand macht, wenn der Motor läuft. Für die Nörgelkönige, ne, spart euch eure bescheuerten Kommentare. Ich werde nicht mehr darauf antworten. Wollt ihr in Zukunft, dass ich die Kommentarfunktion deaktiviere? Kann ich auch machen. Dann gibt es gar keine Kommentare, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ne? Also komme ich mal zum Punkt hier. Die Geschichte hier von der L-Pumpe, wenn man sie entlüftet. Wie gesagt, man kann sie auf zwei Wege entlüften. Da gibt es diese Schraube. Kein Problem. Und man kann sie so oder so entlüften. Im ersten Video habe ich das so gezeigt und funktioniert genauso gut. Ne? Ob ich jetzt mit der Schraube oder nicht die Schraube. Im Endeffekt muss diese L-Pumpe trotzdem angetrieben werden vom Motor. Ja, ob ich es so mache oder mit dem Akkuschrauber, ist im Endeffekt scheißegal. Ne? Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Ich habe es so gemacht. Man kann es anders machen, aber macht's wie ihr wollt, macht's wie ihr wollt, aber nervt in Zukunft nicht mehr, okay? Also, bin da weg hier, ich wünsche euch was. Habt ihr eine schöne Zeit, bleibt gesund und munter. Nicht vergessen zum Abonnieren, nicht vergessen zum Liken. Ja, nicht vergessen die Glocke aktivieren, kling, 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 dann seid ihr immer up to date. Ja, und das war's von meiner Seite aus, ne? Wünsche euch was, ne? Also, Video Ende hier. Ciao, ciao, bye, bye.